Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Kimgau. Heute bin ich mal nicht im Studio, heute bin ich bei mir zu Hause. Das hinter mir ist einer meiner Ausrüstungsschränke. Hier vorne habe ich ein paar Sachen von mir aufgebaut. Warum? Ganz einfach, ich habe ja letzte Woche eine Blackout Challenge geschickt, um zu sehen, was habt ihr denn, was fehlt euch denn noch? Und da man immer schlecht weiß, was einem noch fehlt, gibt es dazu von der Bundesregierung, vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, ein super Büchlein. Und dieses Büchlein hat innen drin eine Checkliste. Und ich zeige euch heute, wie ich diese Checkliste für mich umgesetzt habe. Und ich zeige euch darüber hinaus auch noch eine andere Seite, die sich mit dem Thema Blackout befasst, die ich für super finde. Und zwar ist die von Herbert Sauruck. Schöne Grüße an dieser Stelle hier. Der befasst sich ausschließlich mit dem Thema, der berät auch Gemeinden. Das ist für mich so der Blackout-Papst. Und dort gibt es auch viele Tipps und Tricks, wie zum Beispiel hier auch sowas. Einkaufsliste, Basisvorrat, wie kann ich es machen, wie kann ich mich auf einen Blackout vorbereiten mit Checklisten, also echt gut gemacht, könnt ihr also mal reinschauen. Genau. Ja. Und wie gesagt, ich stelle euch mal vor, wie ich das gemacht habe, das ist nur ein kleiner Auszug von dem, was ich habe, weil alles hätte hier nicht Platz gehabt. Und wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. Könnt ihr. Aber die mal vorab, ist die Vorsorge was Schlechtes? Weil sobald einer heute sagt, ich bin Vorsorge, ich sorge vor, dann heißt sofort, boah, der ist Prepper, das ist ein rechter Nazi. Ist dem so? Demjenigen, der die Frage stellt, dem stelle ich die Gegenfrage, ob er schon mal Auto gefahren ist. Und ob er im Auto, das Erste, was man macht im Auto, ist eigentlich gut zu machen. Ob er das auch gemacht hat. Weil das ist Vorsorge, meine Freunde. Warum mache ich das? Weil es einen Unfall geben könnte und ich mich dann einfach schützen will. Und ich mache sogar meine ganze Familie schnell sogar. Warum? Weil ich auch will, dass die geschützt haben. Und aus dem gleichen Grund kaufen wir uns Auto mit Airbags. Und was haben wir noch dabei? Einen Ersten-Hilfe-Kasten. Das ist Vorsorge, das ist Prepping. Ist das rechts? Ja, dann sind wir alles Nazis. So simpel ist das Ganze. Also lasst euch da nicht unbedingt ins Boxen jagen. Wie gesagt, heute geht es um diese Liste aus der Katastrophenschutzbroschüre vom Bund. Also der Bund fordert, wir sollen das machen und damit, hey, was soll's. Okay, fangen wir mal an mit der Checkliste. Ganz links oben seht ihr Grundvorrat, also das Wichtigste. Und da stehen nicht die Lebensmittel von dran, wie es die meisten machen, sondern da stehen die Getränke von dran. Warum? Ohne Lebensmittel überlege ich einmal bis zu 3 Wochen als Erwachsener. Ohne Wasser oder ohne Getränke maximal 3 Tage. Und probiert es mal einen Tag nichts zu trinken, ihr habt Kopfschmerzen, ihr habt alles trocknet aus, ihr habt überhaupt keine Energie mehr. In der Liste steht drin, man soll 2 Liter pro Person pro Tag bevorraten, 1,5 Liter zum Trinken, 1,5 Liter zum Kochen. Also das ist Mindestvorrat. Sprich, wir sind zu zweit, wir müssen also 40 Liter vorhalten. Das kann man relativ einfach machen, so ein Sixpack, 1,5 Liter Flaschen, der hat 9 Liter. Also brauche ich im Endeffekt 5 von den Boxen, Thema erledigt. Die verbrauche ich dann ab und zu wieder, tausche die wieder gegen neu aus, kostet mich eigentlich keinen Cent. Ich habe es halt daheim stehen. Ist ja völlig wurscht. Es kann ja mal sein, okay, jetzt krank, kommt es nicht zum Einkaufen, dann kann ich an die Vorräte gehen, ist auch nicht schlecht. Es gibt aber auch die weitere Methode, die ich auch noch dazu habe. Das ist das. Ich habe also 4 so 15 Liter Kanister zum Beispiel bei mir immer gefüllt. Einfach aus dem einfachen Grund, kann man als Brauchwasserwesen, das kann man aber auch trinken. Und wie mache ich das haltbar? Sehr simpel. Mit Mikrokurforte-Tabletten. Da kommt eine Tablette auf die 15 Liter rein und dann hält das Wasser ein gutes halbes Jahr. Nach einem halben Jahr wird es ausgeschüttet und wird erneuert. Fertig. Kostet mich auch so gut wie gar nichts, weil ich glaube, so ein Kanister, ich gebe euch den Link unten, der kostet mir 5 Euro, also 20 Euro, dann habe ich hier meinen Vorrat. Und wenn ich beides habe, bin ich auf alle Fälle schon mal auf der sicheren Seite. Es geht aber bei mir noch weiter, weil das könnte ja trotzdem mal aus sein. Aha, Tigi, was magst du? Gut, und zwar habe ich unten, das habe ich euch auch schon mal in einem Video gezeigt, ich habe ja Wasserfilter. Und zum Beispiel mit dem Miniwell-Wasserfilter habe ich mir aus der Regentonne getrunken. Jetzt stellt sich die Frage, wer würde hier raustrinken? Ja.
Aber das reicht mir jetzt mal. Ja, schaut soweit ganz sauber aus. Das ist ein Sauerstoff, was da drin rumstand, hoffe ich mal. Also, Prost. Die haben wir hier unten auch. Das heißt, ich habe einige hundert Liter Wasser frei zur Verfügung, die ich trinken kann, die ich aber als Brauchwasser nutzen kann. Und wenn das auch nicht mehr reicht, dann weiß ich im Umkreis von einem Kilometer drei Quellen, wo man also trinkbares Wasser rausfiltern kann mit Wasserfilter. Und deswegen ist ein Wasserfilter entweder so Soja oder so Miniwell absolut super. Wenn ihr einen Soja habt, würde ich mir das dazu bauen, da habe ich mal ein Video gemacht. Das ist meine selbstgebauten Aktivkohlefilter. Die schreibt man dort auf die Flasche drauf, dort oben kommt dann der Soja drauf. Zack. Und schon habe ich aus dem Soja auch einen Filter gemacht, so ähnlich wie ein Miniwell mit Aktivkohle. Und Aktivkohle holt einiges raus, aber dazu werde ich ein eigenes Video gemacht. Das verlinke ich euch mal unten oben. Könnt ihr mal schauen. Das nächste steht dort Vorrat für 10 Tage pro Person. Da gibt es eine Million verschiedene Möglichkeiten, die einer, der einen Einkocher. Mein Vater zum Beispiel ist Imker. Ein so ein Glas, da habe ich 1500 Kalorien. Es gibt natürlich auch die Dosen, es gibt eben Track-and-Eat-Nahrung oder auch so Notnahrung wie BPWR oder Energie 5, habe ich einiges da. Für mich das Wichtigste, Panzerkekse, das ist für mich der Brotersatz schlechthin. Wiegt fast nichts, hält ewigst, wirklich ewigst. Und ja, oder auch, was habe ich da noch? Ah ja, mein Hikerfood kennt ihr ja schon. Das ist zum Beispiel eine Portion locker für zwei Personen, eher für drei mit 240 Gramm. Andere wiederum haben ganze E-Pass daheim, das ist zum Beispiel ein englisches E-Pass mal. Also es gibt hier eine Million Möglichkeiten. Wichtig für euch ist, ihr müsst euch einfach mal aufschreiben, jeder benötigt am Tag mal Minimum 1500 Kalorien. Für 10 Tage brauche ich 15.000 Kilokalorien pro Person. Also schau mal in den Kühlschrank rein. Der Kühlschrank hält euch 6, 7, 8 Stunden alles kalt, da ist noch alles gut. Und danach muss man schauen, dass man die Sachen, die schnell verderblich sind, wie Butter etc., als erstes isst. Salami oder sowas hält natürlich länger. Genauso in der Gefriertruhe ist es so, die hält normal locker 24 Stunden die Temperatur und danach ist auch nicht sofort alles schlecht, sondern es taut langsam auf. Und da muss ich es halt verbraten. Ich habe also bei mir mal geschaut, ich könnte die ersten 4 bis 5 Tage für zwei Personen locker aus dem Kühlschrank und aus der Gefriertruhe leben. Dann ist das weg, dann ist das aber auch verbraucht und nichts ist schlecht worden. Dann haben wir natürlich einiges an Dosen, da könnt ihr locker, also Spaghetti, Nudeln, Sauerkraut, Suppen etc., da könnt ihr also locker nur 15 Tage überbrücken mit dem, was wir daheim haben. Dann habe ich eben diese Outdoor-Nahrung. Ich habe die, das ist zwar teuer, aber ich habe die aus einem ganz simplen Grund. Und zwar, die kann ich mitnehmen. Ihr müsst immer davon ausgehen, vielleicht muss ich irgendwann die Wohnung verlassen, weil es zu kalt wird, weil Hochwasser kommt, weil Schnee das Dach eindrückt, was auch immer. Und dann ist es cool, wenn ich was habe, was ich locker mitnehmen kann. So eine Dose für zwei Personen, die wiegt über 850 Gramm. Hier das Ding wiegt 140 Gramm. Oder hier die zwei Personen Version 240 Gramm. Ist natürlich, da kann ich natürlich, gerade wenn ich vielleicht nicht mit dem Auto flüchten kann, weil im Hochwasser ist oder sonstiges, ist ganz gut, wenn das Zeug relativ leicht ist. Oder genauso diese Notnahrung. Du kriegst also nirgends mehr Kilokalorien pro Gewicht wie bei dieser Notnahrung. Dafür haben die ja gedacht. Genau, also da halt eben Outdoor-Nahrung. Bei mir ist es quasi so hinten in meinem. Was kann ich denn jetzt sehen? Hier ist einer meiner Ausrüstungsschränke. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt sehe. Da habe ich dort oben das, was ich fürs normale. Wenn ich draußen bin, mit dabei habe, das reicht allein schon für zwei Personen locker mal für 5 Tage nochmal dazu. Dann habe ich, sieht man jetzt nicht, dort oben nur einige von diesen englischen E-Pass stehen. Reicht auch dann locker. Dann habe ich eigentlich mal ein Video gemacht mit meiner Vorsorgekiste. Meine Vorsorgekiste ist ja ein 20-Tages-Vorrat, also für zwei Personen ein 10-Tages-Vorrat nochmal dazu. Und dann habe ich ja auch noch die Blackout-Box, die habe ich euch ja auch schon mal vorgestellt. In der Blackout-Box ist ja auch für 7 Tage nur mehr Nahrung mit drin. Beziehungsweise ich habe sie ja doppelt damals gekriegt, weil wir ja beide Varianten vorgestellt haben. Also habe ich hier nur mehr 7 Tage zusätzlich. Dann bin ich schon mal bei 32 Tage und da habe ich noch nicht einmal gestreckt oder sonst was. Was wichtig ist, liebe Leute, ihr müsst das Zeug irgendwie kochen. Ihr müsst Wasser warm machen. Zum Duschen, zu sonstigen Geschichten.
Da ist zum Beispiel so ein Gaskocher mit Kartuschen, ganz interessant. Ich habe also hier meine Blackout-Box für mich hier umgearbeitet. Dann also jetzt so Gaskartuschen noch zusätzlich mit drin. Ich habe die anderen Gaskartuschen drin für meine Heizung, aber da kommen wir später noch drauf. Wer jetzt sagt, oh, ich habe keinen Gasofen oder es ist sonstiges, ich komme aus der Dose. Ich komme mal vor. Einen Hobo bauen. Hier ein paar Löcher reingemacht, hier ein paar Löcher, hier habe ich halt was zum Nachtag gemacht. Das geht eigentlich mit allen möglichen spitzigen Holzen rein und ich kann kochen. Oder einen Bodyburner habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Kann man da rein, oder eben Brennpaste kann man dort mit rein machen. Zum Beispiel. Also die Brennpaste, dann muss man halt nur mal eine extra Dose rein, da das keine Löcher hat, sonst hast du ein Problem. Und damit da drauf einen Topf und damit kann ich super kochen. Passt nur, wie gesagt, innen drin auf, wenn ihr kocht, dass ihr wegen CO Gefahr habt, dass ihr dort auch gut lüftet. Aber so kann ich alles wunderbar warm machen. Also ich glaube, ein für meinen Gaskocher habe ich von denen 15 Stück da. Also das reicht für die nächsten Jahrzehnte. Sagen wir es mal so. Also damit Thema Nahrung für mich soweit abgeschlossen. Wer noch gute Ideen hat, bitte ab in die Kommentare. Können wir alle davon profitieren. Als nächstes steht dort eine Hausapotheke. Warum? 3 Minuten und bei Verblutungen bei starken überlebe ich halt nur 3 Minuten. Also ist ein Verbandskasten verdammt wichtig. Man soll also einen DIN-Verbandskasten auch zu Hause haben. Ich gebe euch den Tipp, ihr müsst ja im Auto regelmäßig die Verbandskästen austauschen. Falls jetzt der eine oder andere fragt, wie bitte, schaut mal nach, wenn einer abgelaufen ist, kostet eine Strafe, wenn man euch aufhört. Also macht's das. Und die alten haben zum Beispiel, weil die haben ja nicht schlecht deswegen, da haben ja die Pflaster vielleicht kaputt, aber das Gute zeigt, das Wichtige zeigt, das funktioniert nach wie vor noch. Und den habe ich zum Beispiel bei mir, die ganzen alten vom Auto, die habe ich daheim. Also ich glaube, wir haben insgesamt 12 Verbandskästen, haben wir mal festgestellt. Und dazu habe ich noch einige kleine, die in meine Rucksäcke drin haben. Kann man sich ja noch dazu stellen, weil vielleicht muss man ja wieder raus. Dann ist es gut, wenn man eher so ein kleines Pack hat. Bei mir zum Beispiel ist dort ein Tourniquet mit dabei, es ist ein Israel Bandage mit dabei. Aber das habe ich alles in meinem Fluchtrucksack, da kommen wir aber nachher noch drauf. Gut, vom Arzt verordnete Medikamente, auch ein wichtiger Punkt. Ich weiß, das ist immer schwierig, weil man an denen nicht so leicht rankommt, an manche, die verordnet haben. Schaut, dass da irgendwie mein Arzt das macht, dass zumindest mal einen Monatsvorrat für zusätzliche Medikamente da habt. Schmerzmittel, ganz logisch. Weil es kann, wenn ich mir weh tue, irgendwo draußen, es ist dann vielleicht keine medizinische Versorgung, in dem Sinne, wie wir es heute kennen, mehr gewährleistet. Ja, da muss ich mir selber helfen können. Hautdesinfektionsmittel, auch ein wichtiger Punkt. Haben wir das jetzt? Ah, nee, das habe ich jetzt gar nicht da. Ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, es kann ja durch eine Pandemie mal sein, durch irgendwas, durch ein Virus, dann ist es gut, wenn ich so Hautdesinfektionsmittel am Home habe. Das erste, wenn ich heimkomme, Handy waschen, dann nochmal desinfizieren, dann bin ich schon mal sehr viel geschützter, als wir nicht. Aber dazu werde ich demnächst mein eigenes Video kommen. Wunddesinfektionsmittel, Mittel gegen Erkältungskrankheiten. Gerade es wird kalt in der Wohnung, weil ich habe keine Heizung mehr, dann kann ich Erkältung, ist dann mal ganz schnell da. Fieberthermometer, Mittel gegen Durchfall, Insekten, Sonnenbrandsalbe, auch ein wichtiger Punkt. Im Sommer kann ich mir Insektenplage auch kommen. Und eine Pinzette dazu, damit man sich zum Beispiel Zecken rausmachen kann. Also, wichtiger Punkt, als nächstes die Hausapotheke. Dann kommen wir als nächstes gleich zum Brandschutz, machen wir gleich weiter. Und ein Punkt, Keller und Dachboden entrümpeln. Steht bei mir auch noch an, weil da ist viel altes Klumpost und ich brauche es, das aber meistens sehr gut brennt. Und wenn dort ein kleiner Brand entsteht, den du vielleicht, wenn das Zeug nicht da warst, unter Kontrolle bringst, aber wenn das mit zum Brenner fängt, bringst die Feuerwehr nichts mehr unter Kontrolle. Also, mal wichtiger Punkt, schadet auch keiner mehr was zum Wegschmeißen. Gesagt, steht bei mir auf der To-Do-Liste, wie wahrscheinlich bei jedem anderen auch. Feuerlöscher. Ich habe zum Beispiel 2x12 Kilo Feuerlöscher, dann habe ich noch 2x2 Kilo Feuerlöscher und 3x1 Kilo Feuerlöscher. Also teilweise im Auto, teilweise im Büro, aber ich hätte sie im Falle der Fälle. Weil gerade wenn eine Krise ist, dann kochst du vielleicht mit Holz oder du hast Kerzen an. Du musst nicht mehr du selber sein, es gelangt, wenn es beim Nachbarn zum Beispiel brennt und dann ist es einfach gut, wenn ich so einen Entstehungsbrand locker löschen kann. Aber denkt dran, wenn ihr einmal einen Pulverlöscher in der Wohnung benutzt, dann hat es ja 3 Tage am Putzen, weil die ganze Wohnung weiß ist. Also das würde ich mir gut überlegen, eher vielleicht dann mal eine Löschdecke kaufen. Das ist zum Beispiel der Punkt, der mir noch fehlt.
Löschspray haben die das genannt, oder eben Löschdecke, also so ein Löschspray fehlt mir auch noch. Das ist also einer der wenigen Punkte, die bei mir nicht angekreuzt sind. Dann Rauchmelder ist klar, haben eh mittlerweile Pflicht. Ein Schlauch ist auch nicht schlecht, dass man notfalls mal im Garten oder mal einspritzen kann, wenn sowas ist. Behälter für Löschwasser. Zum Beispiel ein großer Eimer ist auch nicht schlecht, weil dann kann ich den auffüllen und kann damit vielleicht einen Brand löschen. Hat man früher ja auch so gemacht. Funktioniert halt nicht immer. Wassereimer habe ich schon gesagt und Kübelspritze, das fehlt mir auch noch, das finde ich gar keine blöde Idee. Haben wir auch früher bei der Feuerwehr gehabt und für so ganz kleine Brände, da machst du nämlich nicht viel kaputt, weil du hast ja nur so einen kleinen wie so einen Gartenschlauch und einer pumpt und der andere spritzt, das kannst du alleine machen. Und sowas brauche ich noch. Da habe ich aber bis jetzt noch keine gefunden, da bin ich noch auf der Suche. Also einer der Punkte, die auch ich noch nicht habe, dafür habe ich eben die anderen Punkte weit überfüllt.